Sind alle VeganerInnen gleich? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Und ich würde sagen, schnapp dir was Leckeres zu trinken, Kaffee, Tee, Saftschorle, irgendwas. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein erstes Reaktionskommentiervideo von mir. Und zwar geht es um das Thema Veganismus bzw. vegan leben. Es gibt auf YouTube ein Video, in dem eine Diskussionsrunde stattfindet, wo eben gewisse Aussagen zusammen besprochen und diskutiert werden. Und ich wollte eigentlich schon ganz lange dazu mal ein Kommentiervideo machen und einfach mal so ein bisschen meine Sichtweise auf die Aussagen machen. Und heute ist es endlich soweit. Mirella und Corinna haben übrigens hierzu auch schon mal ein Reaktionsvideo gemacht. Die ganzen Links zu den Videos findest du in der Infobox. Die ganzen Aussagen habe ich auch auf Instagram gestellt und ich würde sagen, wir schauen mal, wie da so die Verteilung ist und was meine persönliche Meinung zu den Aussagen ist. Die erste Aussage ist, neben der Ethik gibt es weitere Gründe, warum Mensch vegan leben kann. An der Stelle müssen wir einmal kurz klären, hier geht es jetzt wirklich nicht nur darum, dass man sich vegan ernährt, sondern wirklich, dass man vegan lebt, was in dem Zusammenhang wirklich auf alle Lebensbereiche zutrifft, sprich auch Kosmetik, auch so Sachen wie Möbel oder sonstige Techniksachen zum Beispiel, wo bestimmte tierische Produkte drin sind, auch wenn man es nicht vermuten mag. Aber wenn man wirklich komplett vegan lebt, sagt man, ganz strikt genommen, man verzichtet wirklich auf tierische Inhaltsstoffe in allen Lebensbereichen. Warum ein Mensch nun mit dem Veganismus anfängt, kann ja viele Gründe haben. Ich persönlich denke schon, dass die Ethik für viele Menschen zutrifft, weil zumindest alle Menschen, die ich so in meinem näheren Umfeld habe, sagen mir, sie lieben Tiere, grundsätzlich möchte man nicht, dass ihnen Schaden zugefügt wird. Deswegen leben die Leute jetzt nicht alle zwingend vegan, aber ich glaube, dass viele Menschen wirklich so ein ethisches Verständnis haben und dass daher auch häufig der erste Grund ist, warum Leute überhaupt mit dem Veganismus anfangen. Aber die Gründe sind ja sehr, sehr vielfältig. Jetzt gerade momentan boomt der Veganismus ja auch sehr. Das heißt, es kann auch sein, dass man es aus einem Trend heraus anfängt, eine Challenge starten möchte und das einfach mal 30 Tage ausprobiert und eben guckt, wie gut kommt man klar. Aber natürlich gibt es auch so die klassischen Gründe wie die Umwelt. Es ist ja so, dass beispielsweise ganz viel Regenwald gerodet wird, da Soja angebaut wird, nur damit wir das den Nutztieren verfüttern. Und klar, wenn ich da auf eine vegane Ernährung umsteige, dann bin ich persönlich zumindest mit meiner Essensentscheidung nicht mehr an diesen Umweltschäden beteiligt. Und für mich ist die Ernährung wirklich so ein sehr wichtiger Punkt, mit dem ich einen persönlichen Beitrag für den Umweltschutz leisten kann. Hinzu kommt auch noch der Punkt Gesundheit, weil natürlich haben tierische Produkte trotzdem auch gute Inhaltsstoffe, die wir auch brauchen, aber eben auch schädliche, wie Antibiotika zum Beispiel. Und deshalb kann eine pflanzliche Ernährung ohne Zusatzstoffe und so weiter einfach sehr, sehr gesund sein und eben auch je nachdem, was man für gesundheitliche Beschwerden hat, sehr förderlich sein. Also, um zur Aussage zurückzukommen, ich glaube, Ethik ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt für viele Leute, aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Gründe, warum man sich für den veganen Lebensstil entscheiden kann. Die zweite Aussage ist, für Familie und Freunde kaufe und koche ich keine nicht veganen Lebensmittel. Und da war es jetzt fast 50-50 von der Aufteilung her, was ich gut verstehen kann, weil ich es auch wirklich etwas schwieriger finde, da für sich selber den Weg zu finden, den man gehen möchte. Ich für meinen Teil habe mich damals dazu entschlossen, dass wenn Leute zu mir zu Besuch kommen, dass es bei mir ausschließlich vegane Küche gibt. Ich denke auch, das ist etwas, da kann sich dann jeder drauf einstellen. Wenn man mich besuchen kommt, weiß man, bei Anja gibt es veganes Essen heute.
Ich habe aber festgestellt, und das hat Corinna in ihrem Video auch schon erzählt, dass ganz viele Leute dann sagen, ja okay, wenn ich mich bei dir darauf einstellen muss, dass es bei dir nur vegane Sachen gibt, kannst du doch im Umkehrschluss auch damit leben, dass es bei uns Fleisch und andere tierische Produkte geht. Aber der Unterschied ist, dass ich auf diese Art und Weise gezwungen werde, etwas zu essen, was ich nicht möchte. Aus welchen Gründen auch immer, ist ja völlig egal. Jeder kann ja für sich selber entscheiden, was er machen möchte. Es gibt auch Leute, die trinken keinen Alkohol, die müssen sich auch nicht dafür begründen. Und im Umkehrschluss müssen die Leute, die dann hier vegan essen, nur auf etwas verzichten. Und es gibt ja mittlerweile wirklich so eine riesen Bandbreite. Es ist ja nicht so, als wenn man nichts Leckeres Veganes zaubern könnte. Es gibt so viele tolle Foodblogs, tolle Restaurants, die teilweise oder komplett vegan sind. Und deshalb finde ich, ist das vertretbar, dass ich sage, bei mir gibt es nur vegan. Und ich möchte auch gerne, dass man da Rücksicht drauf nimmt, dass ich mich so ernähre. Und im Gegenzug kaufe ich aber nichts Unveganes. Für mich spielt da immer noch ein bisschen der Faktor mit rein, dass ich, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und etwas Nicht-Veganes kaufe, unterstütze ich mit meinem Geld aktiv die Ausbeutung von Tieren, was ich nicht möchte. Und deshalb ist das so für mich eine Grenze, die ich gezogen habe und die mein Umfeld so hinzunehmen hat. Die dritte Aussage ist, trotz gelegentlicher Ausnahmen kannst du vegan leben. Hier war der Großteil für Stimme zu, sprich man darf Ausnahmen machen und sich trotzdem als vegan lebende Person titulieren. Ich muss ja immer dazu sagen, ich finde diese Kategorisierung sehr, sehr schwierig, weil sich omnivor ernährende Menschen sagen das auch nicht extra, aber ich verstehe, dass es für die Leute einfacher ist, wenn wir vegan lebende Menschen jetzt sagen, wir leben vegan. Und andere Menschen wissen, wir kommen zu Besuch, dann können sie sich darauf einstellen. Vom Prinzip her könnte man das natürlich auch ganz intuitiv und jeden Tag anders machen, aber das ist für die Mitmenschen und die Gesellschaft schwieriger. Von daher verstehe ich das, dass diese Kategorisierung durchaus sinnvoll ist. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es in ganz vielen Lebensbereichen so ist, dass man sagt, 80-20 ist schon super. Und wenn man vegan leben möchte, dann sind alle Menschen wahnsinnig strikt und sind immer so, du musst das zu 100% machen und du kannst doch nicht da eine Ausnahme machen und irgendwie Kuchen essen, der nicht vegan ist oder da ein Kleidungsstück tragen, wo Wolle verarbeitet ist oder solche Dinge. Und ich finde, die Welt ist nun mal nicht schwarz-weiß. Wir haben ganz viele Grauzonen und Ausnahmen sind legitim, finde ich, in jedem Lebensbereich, in jeder Lebensweise. Die Menschen verfolgen, gibt es Ausnahmen. Und es ist ja auch nicht so, dass man eine Ausnahme macht und alles andere, was man schon Gutes und Positives durch den Veganismus geleistet hat, dadurch verloren ist. Man sollte schon das Bewusstsein dafür haben und es sollten meiner Meinung nach auch Ausnahmen sein. Also ich finde, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, so der Klassiker, auf Käse kann ich nicht verzichten und das immer weiter ist, wäre meine Haltung auch noch ein bisschen eine andere, aber wenn man jetzt, weiß ich nicht, 5-mal im Jahr eine Ausnahme macht, finde ich das vollkommen legitim und würde jetzt nicht zu jemandem sagen, oh, du machst jetzt hier total auf vegan, aber isst ja dann 5-mal im Jahr etwas Unveganes. Ich persönlich mache auch Ausnahmen, zum Beispiel, wenn ich im Rahmen von Foodsharing Lebensmittel rette, die sonst im Müll gelandet werden und da ist dann jetzt vielleicht beim Bäcker irgendwas dabei, was ich früher gerne gegessen habe und ich habe an dem Tag Lust darauf, dann esse ich das auch mal. Aber ich finde, ich kaufe das nicht, ich gebe da kein Geld für aus, ich zeige kein Interesse und Bedarf an diesen Lebensmitteln, sondern ich rette das vor der Mülltonne. Und das ist für mich dann eine andere Geschichte. Ein anderes Beispiel wäre, wenn Kevins Oma zum Beispiel irgendwie mal einen Kuchen macht und der ist jetzt nicht vegan, wenn mir an dem Tag danach ist, esse ich ein Stück davon, wenn nicht, tue ich es nicht. Und trotzdem finde ich, dass ich trotzdem noch von mir behaupten kann, vegan zu leben, weil das einfach den Großteil meines Lebens ausmacht. Nächste Aussage. Fürs Vegansein wurde ich gemobbt. Da haben fast 3/4 der Leute gesagt, dass sie nicht gemobbt wurden.
Für mich persönlich ist es etwas schwierig zu sagen, weil ich immer finde, wo fängt Mobbing wirklich an? Was ist das? Weil wenn ich das Wort so höre, dann denke ich immer an sehr, sehr krasses Mobbing. Kann aber auch sein, dass da die Wahrnehmung ein bisschen verzerrt ist, weil man sich an gewisse Sachen gewöhnt hat. Von daher würde ich für mich persönlich sagen, ich wurde nicht gemobbt, aber natürlich bekommt man blöde und kritische Blicke, gerade so am Anfang, als ich gesagt habe, doch, ich mache das jetzt, waren alle so, okay, wann hört die Phase bei ihr wieder auf oder jetzt dreht sie völlig durch, weil ich dann vorher erst so das mit dem Minimalismus hatte, das haben manche Leute schon nicht verstanden, damit mit dem Veganismus, das war für manche Leute etwas schwierig. Und man bekommt natürlich irgendwie so blöde Sprüche oder man hat dann Leute, die Fleisch essen und irgendwie sagen, oh, das ist aber besonders zart. Und man denkt sich so, danke, ich sitze mit hier am Tisch. Vielleicht etwas unpassend, aber ich fühle mich dadurch nicht wirklich gemobbt. Aber ich möchte dazu sagen, das ist so individuell. Und es gibt Leute, ich bin mir sicher, die das sehr, sehr trifft. Das ist ja auch immer ein bisschen eine Frage, wie sehr lässt man solche Kommentare und Blicke an sich ran, beziehungsweise wie gut kann man das wegstecken und einfach von sich entfernt halten. Bei dem Thema muss ich zugeben, weil ich da sehr überzeugt von bin, das für mich Richtige zu tun, lasse ich das nicht so stark an mich ran, aber es ist ein sehr sensibles Thema und ich kann das sehr verstehen, wenn Leute da Probleme haben und sagen, die wurden gemobbt. Und da kann ich auch nur sagen, umgibt euch mit ähnlichen Leuten. Ich habe eine Freundin, die lebt auch vegan und manchmal, wenn man irgendwie schon wieder so viel Gegenwind von anderer Seite bekommen hat, wenn man dann mit so einer Person mal reden kann, dann pusht einen das und motiviert einen das, dass man auf dem richtigen Weg ist und dass man genau diesen Weg weiter verfolgen sollte. Die nächste Aussage war, du bist keine Veganerin, wenn du Leder trägst. Hier war es fast wieder 50-50, ein bisschen mehr waren für Stimme nicht zu. Sprich, du bist trotzdem ein Veganerin, auch wenn du Leder trägst. Für mich ist das etwas schwierig. Ich würde mal sagen, wenn ich sagen würde, nein, du darfst dich nicht als Veganerin bezeichnen, weil du Leder trägst, wäre das ungefähr so, wie wenn ich einer Person, die sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legt und sehr nachhaltig lebt, sage, nein, das darfst du von dir nicht behaupten, weil du hast ja trotzdem noch ein, zwei Plastikdosen. Das würde für mich keinen Sinn ergeben, weil auch hier das große Ganze zählt. Und ich finde, wenn die Ressource schon da ist, also du besitzt beispielsweise eine Lederjacke und trägst sie regelmäßig und pflegst die gut und hast die noch viele, viele Jahre, dann finde ich das vertretbar, weil die Ressource ist da. Also es ist schon passiert. Wir können aus dieser Lederjacke kein Tier wieder machen. Und dann ist es doch schöner, wenn diese Ressource, so lange es geht, benutzt wird und ja, getragen wird in dem Sinne. Ich meine, ob man das möchte, sei mal dahingestellt. Es gibt Leute, die werden dann vegan und die sagen, ich kann das mit mir nicht mehr vereinen zu tragen, ich fühle mich dabei unwohl. Fair enough. You do you. Ich hatte damals auch noch eine, die habe ich irgendwann auch weggegeben, weil es war nicht so mein Ding. Aber jeder soll das individuell entscheiden. Aber ich finde, wenn man die Sachen einfach besitzt und weiter nutzt, finde ich das okay. Es gibt ja dann auch noch den Aspekt Secondhand kaufen. Auch da kann man sagen, die Ressource ist schon da. Stimmt. Und auch da wäre es natürlich schöner, wenn das einfach genutzt wird, statt jetzt in den Müll geschmissen zu werden. Ich glaube, für mich persönlich wäre Secondhand trotzdem nicht so die Alternative, weil ich dann trotzdem nochmal neues Geld dafür ausgebe. Das würde ich persönlich nicht machen, aber ich finde auch Secondhand durchaus eine Alternative, die ich bei Leuten, für die das vertretbar ist, auch akzeptieren würde. Also ich sehe das nicht so eng. Ich würde sagen, die vorhandenen Ressourcen bestmöglichst weiter zu nutzen, weil man es eh nicht mehr rückgängig machen kann, viel besser, und würde deswegen sagen, auch wenn du Leder trägst oder andere tierische Produkte, was auch immer, wärst du in meinen Augen trotzdem ein vegan lebender Mensch. Und die letzte Frage, das ist fast, oder meine Lieblingsaussage, weil sie so kontrovers ist, finde ich, ist, vegan leben bedeutet, eine bessere Person zu sein. Das war mit am eindeutigsten. Da waren auch fast drei Viertel für Stimme nicht
zu. Also du bist kein besserer Mensch, wenn du dich vegan ernährst bzw. vegan lebst. Und ich verstehe so sehr den Hintergrund dieser Frage, weil viele Menschen glauben, wenn man sich mit dem Thema Veganismus beschäftigt, dann ist man sehr empathisch. Man hat ein großes Bewusstsein für Dinge. Man beschäftigt sich auch mit anderen Themen wie Sexismus, Rassismus, Homophobie, Gleichberechtigung, all solche gesellschaftskritischen Themen, was in vielen Fällen bestimmt auch zutrifft. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Trotzdem finde ich die Aussage mehr als schwierig, weil es doch sehr subjektiv ist. Was ist besser und was ist schlechter? Wir vergleichen uns ja immer. Das ist ja so ein bisschen das Problem bei uns Menschen, dass wir uns immer vergleichen. Und meistens vergleichen wir uns mit etwas nicht Vergleichbares, zum Beispiel irgendwie mit Prominenten, was gar nicht zu uns passt. Und dadurch fühlen wir uns schlecht. Deswegen, alles, was so Vergleiche mit sich führt, finde ich per se nicht so gut und nicht so passend. Das Einzige, was Sinn macht, ist, sich mit sich selber vergleichen. Sprich, ich vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, würde ich dann sagen, ich bin jetzt ein besserer Mensch. Und da muss ich sagen, finde ich für mich persönlich, für meine Person, ja. Weil so vor 5 Jahren ungefähr hat es bei mir angefangen mit dem Thema Minimalismus und Ausmisten. Und danach kamen ganz viele andere Schritte und ich merke, dass ich jetzt viel bewusster, toleranter, offener, einfach reflektierter durch die Welt gehe, versuche für mehr Sachen ein Ohr zu haben, mehr Verständnis zu haben, mehr über mein Handeln nachzudenken. Und das finde ich sind sehr gute Charaktereigenschaften, die ich jetzt an mir sehr schätze. Und warum ich sagen würde, ja, der Veganismus hat auch seinen Beitrag dazu geleistet, dass ich finde, dass ich jetzt eine bessere Version meiner selbst bin. Aber Veganismus ist eben auch kein Heilmittel. Wenn du eine sehr intrigante, egoistische, manipulative Person bist, dann wirst du nicht automatisch eine sehr gute Person, nur weil du dich jetzt dazu entscheidest, vegan zu leben. Das, so einfach ist es halt leider nicht. Und ich finde, es gibt ja auch Menschen, die einen sehr erstrebenswerten Job haben, zum Beispiel, die sich für Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel engagieren und die da in Afrika was ganz Tolles aufbauen. Aber dieser Mensch lebt vielleicht nicht vegan. So, jetzt kann man sagen, ja, dieses soziale Engagement und Veganismus, das wäre es ja. Aber trotzdem ist doch sein soziales Engagement oder das Engagement von dieser Person sehr, sehr wichtig und löblich und macht diese Person auch zu einem tollen Menschen. Und da kann man nicht richtig sagen, aber vegan leben ist aber viel besser als das soziale Engagement. Das macht in dem Sinne für mich keinen Sinn und ist nicht nachvollziehbar. Und genau aus diesem Grund machen diese Vergleiche mit anderen Menschen, die an einem anderen Punkt in ihrem Leben stehen, keinen Sinn. Vergleiche dich mit dir selber. Schaue, wie du vorher warst, was du getan hast, was du gedacht hast, was deine Werte waren. Und wenn du findest, durch den Veganismus hat sich etwas verbessert, du hast positive Charaktereigenschaften bekommen, wie ich das jetzt bei mir zumindest so wahrnehme, dann würde ich sagen, ja, dann kann man zumindest in dem Gebiet ein besserer Mensch werden. Aber diese pauschale Aussage, dass wenn man vegan lebt, dass man ein besserer Mensch ist, da kann ich nicht guten Gewissens zustimmen. Und das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch ein paar neue Impulse und Gedankenanstöße gegeben. Ich freue mich sehr, dass ich das Video jetzt gemacht habe, nachdem ich es jetzt fast 2 Jahre vor mir hergeschoben habe. Mich interessiert sehr deine Meinung zu den Aussagen oder zu einer speziellen Aussage. Schreib mir sehr gerne deine Gedanken dazu in die Kommentare. Wie gesagt, die Links zu den erwähnten Videos findest du in der Infobox. Und dann danke ich dir fürs Zuschauen und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, mach es gut. Bye!